also Gouda-Käse kannst du super für Pizza nehmen. Also, wobei, vom Geschmack her, also jetzt nur vom Geschmack her, Trisha, ist isländischer Stinkekäse mein absoluter Favorit. Hast du den schon mal probiert? Am liebsten mag ich... Ich mag auch Käse. Deswegen sind wir auch so gute Freunde geworden, Trisha, weil wir beide eine Leidenschaft für Käse haben. Sandra, darf ich dich mal was Persönliches fragen? Ja, klar. Aber wenn es um die Sache mit diesem Schaf geht, was letzten Sommer vorgefallen ist, dazu darf ich mich nicht äußern. Das ist ein laufendes Verfahren. Welches Schaf? Ich und das Schaf. Hast du das Video nicht gesehen? Nee. Egal. Was wolltest du denn fragen? Kannst du mir 1 € leihen? Oh, das ist schlecht. Übermorgen ist Weihnachten und ich muss auch so viele Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich eben auch, weil meine Familie kommt mich Weihnachten besuchen. Ich dachte, deine Familie ist im Knast. Ausgebrochen. So Prison Break mäßig. Und über Weihnachten kommen die zu dir? Ja, ich wohne ja in einem Karton. Und ich glaube, das wird ganz schön eng mit 7 Leuten. Ach, Trisha. Weißt du was? Ich schick dir den Euro per Post. Danke, Sandra. Und was machst du so Weihnachten? Ich will Sascha gleich mal anrufen, ob er Bock hat, Weihnachtsplätzchen zu backen. Das wird wohl nix. Sascha ist doch heute mit so einer Tuse in die Kreistannen gefahren. Hä? Wie jetzt? Hä? Wie? Wie jetzt genau? Wie? Wie jetzt genau? Was? Hä? Jetzt? Wie jetzt? Wo? Wann? Hä? Wie? Wie jetzt genau? Was? Hä? Wann? Wo? Wie? Wie jetzt? Wie jetzt genau? Hä? Wann? Wo? Wie? Wie jetzt genau? Wann? Wann? Ich hab gehört, er will da eine Nacht in der Hütte von seinem Vater schlafen. Mit wem? Na, so eine Tuse. Wer ist Tuse? Eine aus der Para? Tuse Möller aus der 5B. Oh, oh. Die mit den dicken Möpsen? Ja, KP. Das geht nicht. Wenn Sascha eine Nacht mit der Tuse verbringt in so einer Hütte, dann haben die... Geschlechtsverkehr? Nein, Mann. Dann haben die... Mega geil. Das geht nicht. Ich muss dahin. Ich muss hier aufhalten. Sandra, es ist 21 Uhr und es ist voll kalt draußen und da liegt ganz viel Schnee. Egal. Ich liebe Schnee. Das wird schon. Ich auch. Vor allem durch die Nase. Wo genau ist die Hütte, Trisha? Keine Ahnung. Irgendwo in Kreistan. Trisha, wenn dir noch irgendetwas einfällt, ruf mich an. Oder schick mir eine Brieftaube. Mach ich. Pass auf dich auf, Sandra. Papa, ich muss noch mal weg. Kann ich dein Auto noch mal haben? Du hast doch gar keinen Führerschein, Sandra. Das Auto bleibt hier. Papa, das ist ein absoluter Notfall. Da könnte jemand sterben. Dann informiere die Polizei. Nee, die nehme ich nicht mehr ernst, seitdem ich gesagt habe, eine Polizistin, die ihre Tage hat, nennt man Red Bull. Dann kann ich dir nicht helfen, mein Kind. Geh meinetwegen raus, aber das Auto bleibt hier. Papa, bitte. Es geht um Sascha. Sascha, dein fester Freund, mit dem du seit 5 Jahren zusammen bist, den ich aber noch nie gesehen habe. Ja. Ich habe gesprochen. Das Auto bleibt hier. Ey, na gut. Dann gehe ich eben zu Fuß in die Eiseskälte. Es kann sein, dass ich nie wiederkomme. Hm? Hör auf mit diesen leeren Versprechungen. Du hast mich schon oft enttäuscht. Toller Vater bist du. Schön, wie viel Sorgen du dir machst. Mach ich doch gar nicht. Ach, das war klingonisch gemeint. Klingonisch? Gott, bist du dumm. Ja, klingonisch, wenn man etwas sagt, aber es nicht so meint. Klingonisch. Dein Ton gefällt mir gar nicht, mein liebes Fräulein. Okay, klingonisch ist, wenn man... Es reicht. Auch wenn ich mich damit selbst bestrafe. Das Auto bleibt hier. Nein! Doch! Na gut. Mist, ey. Was mache ich denn jetzt nur? Naja, ich kann ja auch morgen, wenn es hell ist, die Hütte suchen. Ist ja... Benachrichtigung. Das werden 2 wundervolle Nächte mit einem wunderschönen Mädchen. Hashtag mein erstes Mal. Hashtag schnackseln. Hashtag einlochen. Hashtag stochern. Hashtag kopulieren. Hashtag bügeln. Hashtag Film gucken. Film gucken? Oh nein. Jeder weiß, was das bedeutet. Genau, ein Film gucken. Als ob nicht jeder weiß, was das bedeutet. Nicht mit mir, Baby. Diese Tuse wird ihr blaues Wunder erleben. Das ist aber nicht zu glauben, dass er das einfach noch gepostet hat. Er hat das auch noch gepostet bei Facebook, ey. Nicht zu fassen, ey. Krieg direkt meinen Einsprung. Sorry, Papa, ich muss mir das Auto leihen. Ich werde Sascha zurückerobern. Diese doofe Tuse hat keine Chance. Nichts kann mich aufhalten. Nichts! Jetzt geht es los! Sascha ist in der Haus!
rechts rum. Vorwärts, vorwärts, nein, ich, oh Gott. Jetzt schon? Okay. Kennen Sie das? Sie wollen sich schminken, aber Sie nochmal. Kennen Sie das? Sie wollen zum, nochmal. Kennen Sie das? Sie wollen auf eine Party gehen, sehen aber wie vergammeltes Sackfleisch im Gesicht aus. Dagegen hilft jetzt mein Lipgloss mega geil. Geil, geil, er ist mega geil, er ist geil. Mein Lipgloss mega geil, geil ist ab... Geil, er ist mega geil, ja. Er ist geil. Mein Lipgloss ist ab jetzt in jeder Müller-Filiale erhältlich. Und ab diesem Moment, jetzt, also genau jetzt, kann man ihn auch online bestellen. Mein Lipgloss mega geil, geil ist... Geil, geil, oh. Er ist mega geil, er ist so, geil. Also, mein Lipgloss ist das perfekte Weihnachtsgeschenk, weil ja bald auch Nikolaus ist. Hä? Und in der Videobeschreibung seht ihr einen Link, da könnt ihr sehen, wie ihr den Lipgloss online bestellen könnt. Ich habe den übrigens zusammen mit CCL Beauty gemacht. Einfach mega geil, der Lipgloss. Geil, und ich geil, so, boah, Mann, das geht mir mal auf die Eier jetzt hier langsam. Ab jetzt überall in jeder Müller-Filiale erhältlich und in Online-Shop. Mein Lipgloss. So, das war's. Wie lange haben wir Werbung gebucht hier in Sandra-Video? Haben wir noch ein paar Sekunden? Aber ich hab ja alles schon gesagt jetzt. Ja, was soll ich noch? Ich hab keine Ahnung, ey. Ach so, eins wollte ich noch sagen. Und zwar da. Radio, ey. Radio Westküste, hier spielt die Musik. Jetzt neu auf der 1 ApoRed mit Bibi Yayali. Halla, halla, halla. Heute Nacht, es werden bis zu minus 12 Grad. Bleiben Sie lieber zu Hause. Des Weiteren. Begibt sich auf fremdes Terrain. Benjamin Blümchen wandert aus. Die Nachrichten, es ist 21. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Ach, doch egal. Also, was könnte ich denn sagen, wenn ich da deine Hütte ankomme? Sascha, wer ist diese Tuse? Ach nee, ich muss die Tuse als erstes ansprechen. Tuse, wer ist dieser Sascha? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Ich mag Toastbrot. Nein, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Die gucken bestimmt sowieso einen Film, wenn ich da bin. Also sowas wie, Sascha, raus aus ihr! Tuse, spuck es aus! Ja, das ist gut. Tuse, spuck es aus! Das werde ich sagen. Genau das werde ich sagen. Ausgezeichnet. Ey, Nene. Scheiße, spring wieder an. Vielleicht, wenn ich... springt auch nicht an. Da muss ich jetzt meinen Vater anrufen. Ey, das gibt den Anschiss meines Lebens. Naja, nützt ja nix. Calling Papa. Lautsprecher. Sie befinden sich in Deutschland. Das Funknetz ist hier scheiße. Möchten Sie ein Gigabyte schnelles Internet für 25,99 Euro buchen? Dann drücken Sie jetzt die 1. Nein, natürlich nicht. Vielen Dank. Wir werden Ihrem Handy ein Gigabyte gutschreiben. Nein, hab ich doch gesagt, nein. Vielen Dank. Wir werden nein. Ihrem Handy... Vielen Dank. Dann muss ich jetzt zu Fuß laufen. Das nützt nichts. Ich kann ja nicht mehr so weit sein. Hä? Ah ja, ein erwachsener Mann, der nachts alleine durch den Wald läuft, das wirkt vertrauenserregend. Den werde ich ansprechen. Moin! Ha, grüß dich! Was macht denn so ein kleines Mädchen in so einem dunklen Wald? Und das noch so kurz vor Weihnachten? Sind Sie erkältet? Sie reden so dumm. Natürlich bin ich nicht erkältet. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin der Urst. Mit wem habe ich das Vergnügen? Mit mir auf jeden Fall nicht. Ich bin erst 16. Sag mal, möchtest du vielleicht einen Schluck Wasser? Du siehst so ausgetrocknet aus. Oh ja, das wäre wirklich lieb. Also, dann nochmal. Ich fange nochmal von vorne an. Ich bin der Urs. Ich komme aus der Schweiz. Sag mal, wer bist denn du so? Ich bin Sandra. Nice to meet you.
Grüß dich, Sandra, ich bin der Urs, ich komme aus der Schweiz. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Ich muss unbedingt zu so einer komischen Hütte, weil da ist mein Freund Sascha mit so einer dummen Tuse. Du bist also im Auftrag der Liebe unterwegs. Natürlich. Ich weiß noch das erste Mal, wie wir uns in der Kinderdisco gesehen haben. Ich bin auf ihn zu und habe direkt meinen Apfelsaft aus Versehen über ihn geschüttet. Über sein neues Lacoste-Hemd. War zum Glück nur eine billige Fälschung aus der Türkei. Ja, und dann hat er mich direkt angekotzt. Der Kindersekt ist ihm zu Kopf gestiegen. Und dann war das so eklig, dass ich ihn angekotzt habe. Das war das erste Mal, als wir Körperflüssigkeiten ausgetauscht haben. Oh, war das toll. Sandra, ich finde deine Geschichte wirklich gänsehautreibend. Aber ich muss dir eine Kleinigkeit gestehen. Ja, was denn? Das ist ein Überfall. Hä? Na, ein Überfall. Gib mir sofort deine Autoschlüssel oder ich werde sehr sauer werden. Aber du bist doch viel zu nett, um ein Überfaller zu sein. Ich habe mich selbstständig gemacht und auf freundliche Überfälle spezialisiert. Also wärst du jetzt so lieb und würdest mir bitte deine Schlüssel geben. Hast du zu viel Kot in der Hose? Natürlich nicht. Dann muss ich jetzt etwas genauer werden. Gib mir sofort die Autoschlüssel oder ich reiß dir ein Ohr ab. Ich bitte Sie, ich muss wirklich zu Sascha. Außerdem ist doch bald Weihnachten. Haben Sie denn gar kein Herz? Natürlich. Ich will das Auto meiner Frau schenken. Das ist doch eine sehr nette Geste, oder? Nee, das ja doch, kann man sagen, ja. Also, her mit dem Schlüssel oder Ohr ab! So echt, ey! Danke, Sandra! Wenn du mal in der Schweiz bist, kannst du mich und meine Frau gerne einmal besuchen. Wir freuen uns immer über Besuch. Es war schön, dich kennenzulernen. Auf nimmer Wiedersehen! Haha! Ich wusste heute Morgen schon, dass das kein guter Tag wird. Da habe ich eine Kuh überfahren. Du bist doch gestört, ey. Hau bloß ab, alles gut. Ich habe mein Handy dabei, hol ich gleich Hilfe. Du hast dein Handy dabei? Meine Tochter wünscht sich das neue Galaxy S15. Hast du das zufällig? Nein, nein, ich habe das uncoole Handy. Das, was sich keiner mehr wünscht. Das Galaxy S15. Verdammt! Das ist ja großartig! Dein Handy her oder Beine ab! Ich kotze im Kreis, das kann doch wohl hier nicht mehr angehen, ey. Super, großartig! Sandra, es hat mich gefreut, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja, ey, alles gut, ey, Tisch ab. Und viel Spaß bei DJ Bobo und so. Das ist doch nur ein Gerücht, Sandra. Wir Schweizer hören noch andere Musik. Mach's gut, Sandra! Tschüss! Eine Höhere macht mir einfach nicht, dass ich Sascha heute finde. Ich habe meinen Vater angelogen, ich habe sein Auto geklaut und jetzt wurde ich auch noch von einem freundlichen Schweizer ausgeraubt. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ich werde diese Hütte finden und dann werde ich Sascha von dieser dämlichen Tute befreien. Sandra ist in der Haus. Nichts kann mich aufhalten. Nicht einmal diese unglaubliche Müdigkeit, die mich gerade überkommt. Yeah.